Nun gut, setzen wir unsere Reise mal fort. Ins Bestiarium. Das, was wir schon in der Vision gesehen haben. Gut, ich verliere jetzt mal gleich meine Hälfte meiner Leben. Deswegen trinken wir erstmal. Kostet nur unnötig Zeit, aber auch egal. Hey, wir haben es doch. Okay. Wo muss ich jetzt lang? Ich nahm an durch die Tür, aber... Dann ist die Frage jetzt, wie ich da durchkomme. Oder war hier oben noch etwas? Ah, ja. Na, nee, der war doch. Ah, ja, doch. Wie war es, als ob wir den vorhin schon mal benutzt hätten? Nein, nein, nein. Nein. Ich wollte doch keine Vision sehen. Wie ihr wünscht. Na, schlaf jetzt mal. Schön, Fahrer ist weg. Geht mir gut. Oh, was ist denn das? Wie ihr wünscht. Darf ich anmerken, das ist echt doof positioniert. Okay, alle guten Dinge sind drei. Wieso geht es jetzt nicht auf? Jetzt. Schnell, schnell. Schön. Eine Cutscene, ohne dass irgendwas passiert. Okay, schauen wir mal, wohin es geht. Alter, kann die weit springen. Echt nicht schlecht. Wo sind wir? Das war das Sultans Bestiarium. Na gut, dort ist die Tür. Ich glaube, ab jetzt könnte es ein bisschen kniffliger werden. Okay, gut. Gleich mal der erste Fight. Wer hätte daran was gedacht hier bei Prince of Persia? Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe. Ich glaube, abwehren können wir die Dicken aber nicht. Wenn doch, würde mich das echt wundern, wenn wir uns mit einem Schwert die dicken Hammer hier abwehren können. Okay. Das nenne ich doch mal eine Kombo. Und der letzte. Alle eingesammelt. Und das war's auch mit den Feinden. Jetzt geht's weiter. Mit der nächsten Vision. Oder komme ich da schon hin? Ja, es ist hier. Seid vorsichtig. Schauen wir mal, was uns erwartet. Okay. Der Weg nach oben sozusagen. Beim nächsten Mal fangen wir hier an. Aber ich glaube, jetzt kommen unsere ganz eklige Sandvögel. Das ist ja hier ein großer Vogelkäfig gewesen mal. Weißt du gerade, wir haben hinten was vergessen. Glaubt ihr, hier kommt die Mauer hoch? Sie ist zu hoch. Ja, um die Mauer kümmere ich mich gleich. Im Notfall reißen wir die Mauer ab. Muss ich mal gucken, wo ich hier lang komme. Ja, da hört man sich schon die Vögel. Ach ja, ich freue mich nicht. Alter, ich hab's halt echt mit den Deilen. Wie ihr wünscht. Komme ich hier hoch? Beziehungsweise bringt mir das was? Ja, es bringt mir was. Ich möchte zwar sehen, wie man so eine Palme hochklettern kann, aber okay. Das ist ja... Oh, hallo. In dem Fall ist es echt gut, dass wir die Zeit zurückspulen können. Jetzt noch mal ordentlicher.
Ich dachte, jetzt gerade kommt irgendeine Szene. Vögel. Haben die den Sandsturm überlebt? Die brauchten nicht zu überleben. Ja, genau, diese Viecher meinte ich. Aber die waren echt so ätzend. Das ist wieder so, weil man die kaum treffen kann. Da bräuchte man mal den Bogen von Farah. Aber ich glaube, den kriegen wir nicht. Aber vielleicht, wenn wir ganz lieb fragen. Okay, das Abwehren funktioniert aber auch nicht. Wir sind alle tot. Ja, scheint so. Fürs Erste. Oder auch nicht. Wahrscheinlich hat er sonst wieder sein Schwert weggesteckt. Die war doch gerade noch einer, oder? Heute auch nicht. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall müsste Farah jetzt mitkommen eigentlich. Komm. Was habt ihr vor? Wollt ihr mich töten? Nö. Hier sind aber keine mehr. Da, ein Spalt! Gut. Zwäng dich durch. Ab ins Loch. Jetzt müsste sie hier wieder rauskommen. Perfekt. Ich bin da. Ich lege den Hebel um. Da ist noch ein Spalt. Ich schau mal, wo der hinführt. Ja, ja, geh mal ruhig. Wir kommen schon alleine klar. Das sagenumwobene Bestiarium von Azad, der Stolz des Sultans. Es war eines der Weltwunder. Als Kind träumte ich davon, es mit eigenen Augen zu sehen. Nun war es ein Ort des Schreckens. Eine verlassene Ruine, verwüstet durch den Sand der Zeit. Hier bin ich! Hm. Steh dann so schnell her. Na dann schwingen wir uns auf mal nach oben. Irgendwie zumindest. Ich hoffe, wir kommen an. Ohne runterzufallen. Aber das sollten wir eigentlich hinkriegen. Obwohl, das habe ich schon öfters gesagt. Jetzt müssen wir mal gucken. Eine Leiter. So ist mir noch am liebsten. Nein. Konnte ich da nicht ran? Ich meine, es ist schon erstaunlich, dass auch so ein Gitterfenster hier überhaupt rennen kann, aber doch, kann er. Aber dank unserem Dolch ist es ja nie passiert. Nein! Aha! Ja, ja, die Steuerung. So, muss ich da schon? Nee, erstmal hier. Erstmal die Kurbel. Gucken, was jetzt gleich passiert. Ah ja, unten die Tür. Ich sah eine Tür aufgehen. Kann ich so weit springen? Irgendwie ja nicht. Mit Anlauf. Ja. Zwar gerade so, aber ging.
Okay. Er stürzt sich hinab in die Tiefe, oder war das? Gut. Beim nächsten Mal fangen wir hier. Das ist jetzt sehr interessant auf jeden Fall. Nennen wir es mal interessant. Wir haben auch nicht mehr viel Sand. Einmal können wir die Zeit zurückspulen noch. Ein Schalter noch. Die ganz zufällig eine Leiter ausfährt. Danke. Gut. Schauen wir mal, was es auf sich hat mit dieser Brücke, wo wir runtergefallen sind. Wenn ihr mir bis hierher geglaubt habt, so glaubt ihr mir vielleicht auch, dass mich das Mädchen auf unserem Weg durch die mondbeschienenen Ruinen immer stärker anzog. Meine Vernunft sagte mir, dass ich ihr nicht trauen sollte, da sie allen Grund hatte, mich zu hassen. Doch sie schien eine treue Begleiterin zu sein. Ich gestehe, ich war froh über die Gesellschaft. Doch, die sind auch froh, dass sie hier ist. Okay, da komme ich auch nicht ran. Aber sicherlich so. So geht das. Seid ihr verletzt? Alles gut, danke. Naja, verletzt ist relativ. Wenn wir jetzt mal wieder Wasser finden würden, wäre das auch echt gut. Fantastisch. Ach, mecker nicht, quetsch dich durch. Pfui. Hey, da ist keine Tür. Stellt euch auf die Druckplatte, ja? Hopp, hopp, keine Zeit mehr. Gucken, jetzt geht glaube ich hier unten der Weg weiter. Wie geht's jetzt durch? Ich weiß nicht. Könnt ihr euch nicht durch einen Spalt oder so zwängen? Naja, sie wird eh wieder ganz zufällig irgendwo durchpassen und wieder von uns hier durch unser schönes Verteidigungssystem kämpfen. Wollen wir mal loslegen. Ja, gut, fängt er super an. Ich bin nochmal ganz zurück. Das könnte jetzt aber auch echt knifflig werden, weil wir haben verdammt wenig Energie. Wir müssen alles ein bisschen langsamer angehen. So geht das. Wie ist sie so schnell dahin gekommen? Verdammt. Wie soll ich jetzt darüber kommen? Okay, anscheinend nur mit sich einmal erwischen lassen. Ob das richtig war. Ich sehe wieder neue Vögel. Schlecht. Ganz, ganz schlecht. Okay, hier ist die Brücke, wo wir runtergefallen sind. Scheint, hat das ja nichts, ja, keine größere Bedeutung Beim gehabt. Beim nächsten Mal fangen wir hier, dass wir da runtergefallen sind. Aber es ist ja auch nicht so schlimm. Jetzt muss ich ja wieder zurück. Ich
Ich finde ja fast durch die Vision ist der Weg manchmal ein bisschen zu einfach. Dass man halt schon weiß, oder ziemlich genau weiß, wo man denn eigentlich hin muss. Irgendwie ist es doch cool gemacht. So, was kann man machen? Kann ich da nicht weiter hoch? Bist du doch eigentlich. Gut, dann halt so. Und neue Feinde. Und das könnte jetzt ätzend werden. Und wir haben verdammt wenig Energie. Also ich muss immer warten, bis die zuerst den ersten Angriff machen und dann kann ich abwehren. Nur so kann das funktionieren. Schnell noch Sand mitnehmen. So viel Zeit muss sein und außerdem glaube ich, werden wir die noch gut brauchen. So wie ich mich kenne auf jeden Fall. Interessant, wo der Baum seine Wurzeln hin verlagert. Bei dem kleinen Felsvorsprung? Ich weiß ja nicht. Brauchen zum Glück auch nur einen Schlag, dass sie tot sind. Aber so ist es einfach. Abwehren und zuschlagen. Wie viele kommen denn noch? Hoffentlich nicht mehr allzu viele. Nicht runterfallen. Oh Gott. Schock. Aber gut, wir haben es geschafft. Und auch diese Brücke haben wir gemeistert. Schauen wir mal, was sich jetzt öffnet. Ja, da unten. Von wo wir auch kamen. Gut. Ich dachte, da wäre irgendwie ein Vorsprung. Muss ich da überhaupt lang? Nee, das war sowieso falsch, oder? Von wo kam ich denn? Ich kam von der Brücke. Die Kamera ist aber auch echt nervig manchmal. Kann ich denn da nicht ran? Ach so, Klar. Wir brauchen langsam echt was zu trinken. Wenn wir jetzt wieder irgendeinem Bossfeind gegenüberstehen sollten, wie in der dritten Folge, dann wird das echt hart werden. Skaraben! Skaraben, jetzt wissen wir die Mehrzahl davon. Aber Skarabeusse finde ich viel lustiger. Gott sei Dank was zu trinken. Ach, kein Problem, jetzt habe ich Wasser in unmittelbarer Reichweite. Ich frage mich gerade, wo fahriger Pfeiler mitschleppt. Beziehungsweise, dass die nicht ausgehen.
habe irgendwie eine leichte Vorahnung, wo es jetzt hingeht. Die Bäder. Oh, da kommen neue Feinde. Okay, schauen wir mal. Ich weiß, wie ich es beginne. Eigentlich. Nein, so wollte ich das nicht machen. Ich hatte schon wieder vergessen, wie unser Mega-Move geht. Das müsste doch eigentlich so funktionieren. Okay, die kann auf jeden Fall gut abwehren, die mit der Kette. Was ich allerdings nicht so gut finde. Wenn ich zwei Schläge mache, ist es okay, und beim dritten Schlag, dann wehren die ab. Okay. Mit Gemischphase. Aber ein hübsches Bild. Was kommt da? Sind noch Feinde? Ja, jupp, hier gibt's noch Feinde. Die besiegen wir natürlich auch noch schnell. War mal zu langsam. Konnte ich zwar einen speziellen Move nicht mehr sehen, nicht mehr machen. Aber das macht nichts. Mist, jetzt steht die alte da schon wieder auf. So viele Damen, das Fahrrad. Aber das mit Fahrrad weitaus lieber. Ich weiß gar nicht mehr, ob Fahrrad in den weiteren Teilen vorkommt. Hat die noch irgendeine Bedeutung? Oder war allgemein was am Ende mit ihr passiert? Weiß ich gar nicht mehr. Immer noch drei. What the fuck? Okay, der Schlag hat gesessen, das muss man sagen. Immer noch so viele. Schnell mal was trinken. Okay, das war knapp. Also die Kämpfe werden auf jeden Fall jetzt langsam anspruchsvoller, muss man schon sagen. Puh. Ich glaube, es sind jetzt die letzten zwei. Ich hoffe es zumindest. Nein, da drüben ist noch einer. Aber der hat der Fahrer auch schon gut fertig gemacht. Na dann, auf in die nächste Vision.